Okay, das geht nochmal. Als nächstes kommt hier der Cosplay-Wettbewerb, meine Lieben. Genau so wollte ich sagen. Das war doch schon viel besser. Ja, das war viel besser als eben. Zumal wir haben es ja wirklich gerade, als wir runtergegangen sind, haben wir angesagt, übrigens gleich ist ja der Cosplay-Wettbewerb, bleibt also sitzen. Da steht sogar noch, Dokumi Cosplay Contest. Und ich meine, das mit dem Sitzenbleiben, das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Die Halle sieht sehr gut gefüllt aus. Also hast du Erfahrung mit Sitzenbleiben? Tatsächlich nicht. So, wir schauen jetzt mal. Alle Sitze sind noch weit auseinander, keiner sitzt dazwischen. Ich habe meine Seite kontrolliert. Masken auf der Nase, Masken überall noch da. Masken auf der Nase. Und der Vorteil, wie gesagt, das haben wir jetzt schon oft genug angesagt, sollten die Masken auf der Nase bleiben, was ja nun mal Pflicht ist, dürft ihr jubeln, schreien, applaudieren, kreischen, mitsingen und. Wollen wir es nochmal proben mit dem Jubeln? Wollen wir das nochmal proben mit dem Jubeln? Du musst deutlicher sprechen, wenn du den Schlüpper da ums Gesicht hast. Wir machen wieder das. Ach, guck mal, da sind auch Leute da. Do, 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 komi. Und jetzt hier. Do, 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 komi. Ich höre euch nicht. Irgendjemand hat hier Hardcore-Glitzer verloren. Oder? Könnt ihr das auch? Sieht Glitzer so verlieren? Ja, könnt ihr das auch? Ne? Do, do, okay. Do, do. Ich glaube, das müssen wir aber nicht proben, das Glitzer verlieren. Lass sie mal ihren Spaß. Guck mal, die haben jetzt ihren Spaß mit ihrer Seite. Ja, ja, wir haben hier Spaß mit unserer Seite. Bleibt mit der coolen Seite. Genau, ihr seid die coole Seite. Nein, das hier ist die coole Seite. Wollen wir mal testen, welche die coole Seite ist? Und zwar, wenn ich gleich sage, gleich kommt der Cosplay-Wettbewerb, nur die Seite bitte, so laut wie möglich, okay? Also, gleich kommt der Cosplay-Wettbewerb, meine Lieben. Könnt ihr das schlagen? Das kriegen wir doch locker hin. Gleich kommt der Cosplay-Wettbewerb. Wir hatten auch, wir mussten halt auch Leute, vorlegen. Leute, gleich kommt der Cosplay-Wettbewerb. So, ich glaube, es einigen wir uns auf gleich laut. Nein, gleich kommt der Cosplay-Wettbewerb. Und jetzt gemeinsam. Jetzt kommt der Cosplay-Wettbewerb. Alle. Ja, das ist die Stimmung, die wir haben wollen. Darauf lasse ich mich ein. Ne? Einigen wir uns auf ein Unentschieden, was das angeht. Und das können wir später noch mal wiederholen. Das Lustige ist, er reagiert genau so, wie ich reagieren würde. Wenn ich da unten sitze. Nee. Niemals. Ich habe gehört, die Jury steht hinter der Bühne bereit. Wie wär's, dass wir die mal kennenlernen? Genau. Wem gehört eigentlich die Jacke? Wir haben eine wunderbare Jury für euch zusammengesucht. Wir begrüßen auf der Bühne Azor Harker, Angie Knight aus Ungarn, Zephira, Arisia Sama und Sorayoi. Einmal einen ganz riesen Applaus und richtig laut, meine Lieben. Guck mal, ihr habt da vorne, habt ihr auch Mikros, ihr könnt hingehen, ihr dürft euch selber vorstellen, weil ihr seid diejenigen, die die besten Infos. Wir können ja mal so random zwei, drei, vier Fragen stellen. Ich frag mal, was haben wir denn für Fragen? Ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, damit ich keine auswendig lernen muss. Welche Botschaft habt ihr denn für die Teilnehmer am Wettbewerb? What message do you have for the contestants? Wer möchte? Soll ich anfangen? Ja, Ladies first. Gerne. Okay. Also ich möchte den Teilnehmern gerne sagen, habt einfach Spaß, gebt euer Bestes und teilt das, was ihr liebt, mit allen Leuten hier im Saal. Das ist wundervoll. Möchte noch jemand etwas ergänzen, Andy? I think like we're gonna say almost the same answer that like mainly you guys need to have fun because like this is your moment to shine and this is your moment to show off your work you've been working on like for months and weeks and like all of you should be proud of yourself because you did a really great job. So yeah, just have fun and don't be nervous. Das sind wunderbare Worte. Unsere Jury Cosplay teilweise seit 2009 habe ich gelesen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist Habt ihr noch andere Fragen? Oder ja, eigentlich wollen wir einfach anfangen? Meine Frage wäre eigentlich wirklich gewesen, seit wann cosplayt ihr eigentlich? So, since when do you cosplay? So, in years, weeks? Well, I cosplay since 2009, so it's almost like 12 years. It's like, wow, time flies very fast.
Yeah, me too. I'm cosplaying since 2009. That was my first convention and my first cosplay year. So, yeah, 12 years of cosplay. It's a long time. It's like 12 years a slave. Habe ich auch Englisch geredet, egal. Ich habe das tatsächlich schon viel, viel früher gemacht. Irgendwann mal so, man hat sich halt was aus dem Schrank genommen. Da war ich 14, ich bin jetzt 33. Dann habe ich das irgendwann mal verworfen, weil kannte halt noch keiner. Und dann so seit 2010 halt richtig, war es jetzt auch schon ein Weilchen. Ja, bei mir auch 2009, aber ich weiß genau, was du meinst, dass man dann schon früher ein bisschen komisch angeguckt wurde, weil alle anderen wurden zu, weiß ich nicht, Fasching oder Karneval, Cowboy, Indianer, Polizist und man selber war dann so, nein, ich werde Frodo aus Herr der Ringe. Und dann so, was ist denn mit dir falsch? Aber da wusste halt noch keiner, was Cosplay ist, ich wusste es selber auch nicht, also ähnlich wie hier, aber ich sag mal offiziell, seit 2009 würde ich sagen. Ja, bei mir ist es jetzt auch seit 15 Jahren, also 2008 ist es dann, glaube ich. Und dann vorher auch schon, dass man sich gesagt hat, so, oh, ich laufe jetzt lieber als Sailor Moon rum, anstatt dann als Prinzessin oder so zu Karneval. Aber richtig angefangen hat es dann, gerade als ich 18 geworden bin, habe ich dann angefangen, so richtig. Alter, rein zu kommen. Ja, viel Erfahrung, würde ich sagen. Eine hochqualifizierte Jury. Dann bedanken wir uns, dass ihr für uns da seid heute. Wir möchten euch auf eure Plätze bitten. Einen kräftigen Applaus für unsere Jury. Ich möchte noch mal wiederholen, wer es noch nicht mitbekommen hat. Erst vor knapp einer Stunde wurde bekannt gegeben, dass Deutschland den World Cosplay Summit gewonnen hat. Die Weltmeisterschaft in Cosplay. Oh! Und ich bin wirklich sehr gespannt, wie jetzt unser Nachwuchs für den World Cosplay Summit hier jetzt auf der Dokumi ist. Macht uns stolz. Ich möchte noch kurz ergänzen, es war Final Fantasy VII das Remake und die Charaktere waren Jesse und Biggs. Das feiere ich so hart. Jawohl, er hat's verstanden. Und ich muss es immer noch spielen, verdammt. Die haben mit Final Fantasy gewonnen. Ja, mit Jesse und Biggs. Ja, das ist praktisch. Der Hammer. Wisst ihr, was das für ein geiler Übergang ist? Weil, wenn wir uns nämlich die erste Startnummer angucken, die erste Startnummer ist nämlich aus Final Fantasy 14. Oh. Und nein, es war nicht geplant. Also wir haben nicht hier Japan gesagt, Leute, bitte lasst mal Deutschland mit Final Fantasy gewinnen, damit wir hier auf der Dokumi, es wäre ein richtig geiler Move gewesen. Also das muss man dazu sagen. Heftig. Natürlich. Genau. Und ich habe ja zu Final, für die, die die letzten Jahre hier waren, ich bin ja so ein totaler Freund von irgendwelchen random Fakten, von irgendwelchen coolen Sachen, die ganzen Serien und sonst was und Spiele betreffen. Und was ich sehr, sehr cool finde, ist, Final Fantasy 14 steht zweimal im Guinness-Buch der Rekorde. Und zwar einmal mit, vertreten der längste Abspann in einem MMO, da alle Spieler, die 2000, die halt das Spiel irgendwie promoted haben oder halt mit Geld gespendet haben, Beta-Tester und, die es halt finanziell unterstützt haben, weil die alle im Abspann standen. Geil. Das heißt, du hast so ein Spiel, ja, der Abspann geht. Ich gehe mal arbeiten. Kommst zurück? Der läuft noch. Bei der Hälfte. Das ist vielleicht ein Rekord, den man nicht haben will. Nee, der zweite Rekord ist die meisten Originalmusikstücke in einem MMO. Just saying. Das ist sehr cool. Die Musikstücke bei Final Fantasy sind Hammer. So, also aber wir wollen euch nicht weiter auf die Folter spannen. Auf die Probe spannen, genau. Jetzt kommt unsere Startnummer 1, Light 1990 mit Claire Light aus Final Fantasy 14. Viel Spaß! What you gonna do now?
It's your reflection looking back to pull you down. So are you gonna die today? What you gonna do now? Light 9090 als Claire Light aus Final Fantasy 14. Ich habe Final Fantasy 14 nicht gespielt. Was? Das sieht ja fast aus wie Yuna. Kann mir jemand erklären, wieso? Nee, also wenn du das schon nicht weißt, dann... Nee. Ja, oder? Ja, ich weiß, I'm sorry. Schande. Hat irgendjemand so eine Glocke, die er jetzt so... Aber keiner will es mir erklären. Toll. Hast du es gehört? Da. Nein. Vom Fanfest freigeschaltet worden. Oh. Ah. Übrigens einen ganz großen Applaus für unsere Backstage-Helferin Reis, die ist awesome. Technik loben. So. Das wurde freigeschaltet, dass man das Outfit anziehen kann. Ja. Im Spiel. Wer von euch wusste das? Ich, ganz hinten, siehst du? Guck, ich bin nicht alleine, die das nicht wusste. Da hinten wusste das noch jemand sehr gut. Ja, aber es wussten schon mehr als du. Das wussten schon mehr als du? Keine Ahnung. Ja, du bist raus. Du bist fies. Ja, ich weiß, das fällt dir jetzt auf. Machen wir weiter mit der nächsten Startnummer. Ja, wieso? Ich habe die letzte angesagt. Darf ich denn jetzt auch mal... Aber dafür kannst du die Serie sagen. Traust dich nicht? Okay, als nächstes kommt Blueberry Course als Celestia Ludenberg aus Danganronpa Trigger Happy Havoc. Hast du die Spiele mal gespielt? Die Spiele sind richtig geil. Deswegen konntest du das auch aussprechen. Respekt. Okay, also nochmal. Die Celestia Ludenberg. Ein Riesenapplaus. Und bevor der kommt, meine Lieben, das Originalspiel, als es veröffentlicht wurde, ne, in der ersten Woche 25.000 Kopien wurden davon verkauft. In den ersten 3 Monaten waren es 85.000. So, und jetzt einen Riesenapplaus, meine Lieben. Ich gehe hier nicht runter, bis das lauter ist. Also, einen Riesenapplaus, meine Lieben. Viel Spaß.
Checkmate? I really do hate this kind of joke. I'm bluffing with my muffin. I'm not lying. I'm just stunning with my love glue gunning. Just like a chick in the casino. Take your bank before I pay you out. I promise this, promises. Check this hand, cause I'm marvelous. Okay, Monokuma, I'm ready to begin. Or, no, I suppose this is the end, isn't it? I do not think we have been introduced. I am Celestia Ludenberg. Person. Once I've lost, I don't like things to drag on. My troubles on the burning pile. I'll lit up and I start to smile. If I catch fire, then I'll change my aim. Throw my troubles at the world again. Well then, take care, everyone. Perhaps we'll meet again in another life. Du schaffst das schon. Danke, Bubbleberry. Ich meine, du hast so einen Fursuit an. Kommt noch jemand hoch hier? Genau, unser nächster Teilnehmer. Auf der Bühne. Ein Own Character aus Kingdom Hearts namens Hyena Sunder. Oh. Ich habe einen Schatten durchgefunden. Oh. Oder so. Hast du ihn gegen deine Box? Hallo, so. Den habe ich unter der Treppe gefunden. Ist das nicht... Nee, hallo, Suhurshan. Ein Applaus erstmal für Suhurshan. Genau, bereite dich vor. Du möchtest auch bestimmt wieder was Tolles erzählen. Ja, natürlich will ich euch was Tolles darüber erzählen. Und zwar, als die erste Idee für Kingdom Hearts kam, das war, als ein Mitarbeiter von Disney und Square Enix, die waren zusammen in einem Fahrstuhl, sind runtergefahren, haben sich einfach unterhalten, weil diese Fahrt so lange war. Da kam die erste Idee für Kingdom Hearts, das war eine gute Idee. Eine schicksalhafte Begegnung, würde ich sagen. Oh. Absolut. Oh. Gut, also. Und daraus ist sowas Wundervolles entstanden. Die Spiele sind Hammer. Ich liebe sie. Ich komme nur mit der Steuerung immer nicht klar. Steuerung, stirbt Monster. Alter, du bist auch so genau eine, die... So. Du bist, ey, ihr seid auch so Leute, die bei Tekken so ja, genau. X gewonnen. Oder nein, einmal über die Tastatur. Genau. Und irgendwie kommt da schon ein Moveball raus. 3600 Actions per Minute. So ein OC haben wir hier. Jene Fanda. Viel Spaß. Lieber eine Nacht
so tief und schwarz. Nie so kalt, so betäubend und so leer. Das Leben, das ich kannte, ist ausgelöscht. Hallo Dunkelheit, ich wehre mich nicht mehr. Ich bin dir stets gefolgt, mein Leben lang. Aber nun kann ich niemals mehr zu dir. Mein Schmerz ist so furchtbar groß, erstickt mich fast. Aber noch ganz sacht flüstert es in mir. Scheint dein Glück auch verloren. Sieh ein Stück nach vorn. Mach nur den nächsten Schritt. Kommt nach dieser Nacht wieder ein Tag? Wird es je wieder hell und wozu? Ich weiß nicht, wo ich hin soll, bin so allein. Der Stern, der mich geleitet hat, warst du. War ich stark dann für dich? Doch ganz allein schaff ich es nicht. Mach nur den nächsten Schritt. Nur ein Schritt, gleich nochmal. Ich hab keine andere Wahl. Ich mach nur den nächsten Schritt. Ich denk nicht so weit voraus, denn dafür fehlt mir die Kraft. Ich atme ein und geh voran. Nur ein Stück, nicht so weit. Das Stück hab ich geschafft. Was ich machen kann, ich gehe voran und wag den nächsten Schritt. Hat denn dein OC auch eine Geschichte? Einmal in einem Satz kurz erklärt. Die Geschichte handelt darum, dass die Hyäne Panda von Shenzi abgezogen. Aufgezogen? Aufgezogen, oh. Abgezogen, okay. Aufgezogen wird. Und die Hyäne aus König der Löwen wird gezeigt. Dass Löwen sind. Mist. Ist eine gute Einstellung. Und dann landet sie irgendwann bei der Organisation 13. Ob das jetzt ein Upgrade ist, man weiß es nicht. Nee. Dankeschön. So, nochmal einen Riesenapplaus. Einmal noch mal einen großen Applaus. So, wir bitten mal ganz kurz, ob die Technik uns mal Licht auf den Saal geben könnte. Das wäre ganz, ganz lieb. Und zwar, wir machen jetzt mal ein kleines Spielchen. Wir haben eine ganze Menge schöne freier Plätze hier. Und draußen sind noch eine ganze Menge Leute, die eigentlich gerne reinkommen wollen würden. Da ist einer, genau. Genau, darum geht's. Das heißt, wir machen jetzt ein Rückspiel. Rückt auf, lasst keine Plätze frei. Ne? Alle die da draußen sitzen, rückt einfach ein Stück rauf, dass wir dennoch, ja, ich sag mal, da die ganzen Plätze am Rand noch frei haben, dass die Leute, die noch draußen warten, die gerne den Cosplay-Wettbewerb noch mit sehen wollen würden, auch noch die Möglichkeit haben, reinzukommen. Kein also, Mut zur Lücke. Genau, kein Mut zur Lücke. Einmal aufstehen, einmal durchrutschen. Bitte, also wenn ihr freie Plätze habt, einmal bitte durch. Blockweise würde ich sagen. Immer von. Ich würde sagen, so von außen zur Mitte
Von der, von da aus zu der Mitte, also oder? Von außen nach innen, ja. Ja. Habe ich doch gesagt. Innen, hab ich nicht gesagt. Von außen nach innen bitte rücken. Ich habe halt nicht nachgedacht, weil ich nichts gesehen habe. Da ihr seid schon in der Mitte. Kopf aus, ja. So, wollen wir aber trotzdem schon mal erzählen, wer als nächstes kommt. So, haben wir noch freie Plätze? Ich sehe das jetzt gerade nicht. Sind jetzt Plätze entstanden? Hier vorne ist zum Beispiel noch ein Platz frei. Genau. Da kann noch jemand hinrutschen. Also wenn ihr da drüben gerade noch eine einzelne Person habt, da. Da. Das klingt da. Da. Ist noch Platz frei? Da. Wo haben wir neue Plätze? Neue Plätze, wir haben in Mitte. Genau, da drüben in der Mitte ist auch noch einer frei, beziehungsweise dort in der zweiten Reihe von links außen ist noch einer frei. Warum erzählst du das, wenn du auf meiner Seite stehst? Das musst du da drüben erzählen. Ich kann auch quer über die Halle erzählen. Die hören mich, glaube ich, trotzdem. Naja, egal. Lass uns weitermachen. Mit dem nächsten Cosplay? Ja, bitte. Vielleicht. Vielleicht, ja, wir sind, glaube ich, wieder unter Zeitdruck. So, als nächstes kommt Seratul Cosplay aus League of Legends als Katus Lichtgeißel und ich glaube, du hast sogar diesmal einen Random Fact. Ja, Tatsache sogar, obwohl wir in Zeitdruck sind, das will ich wenigstens noch loswerden. League of Legends ist in den USA ja richtig groß, seit 2013 gilt es als offizielle Sportart. Wusstest du das? Ja. Krass. Und ich fand es halt auch cool, weil er kam halt auch so zu mir, ey, wusstest du das LOL? Du kannst seit 2013, kannst du dir dafür eine Visa beantragen. Und ich war so da, wow, das wusste ich. Ja, coole Info, danke. Ja, coole Info, danke. Genau. So, und ich glaube, er wieder, bist du bereit? Ich glaube auch. Ich habe sogar noch einen Random Fact zu seinem Charakter, aber den sage ich dir jetzt nicht, der steht nämlich nicht auf den Karten. So, nämlich, jetzt haut ab, runter von der Bühne. Akzeptiert hopp, 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 hopp. Viel Spaß, Applaus. Applaus. Bitte, Sir. Eine kleine Spende. Ich habe solchen Hunger. Ach ja. Bitte, wenn wir nicht bald etwas zu essen bekommen, werden wir verhungern. Und der kleine Billy braucht seine Medizin. Er leidet zu sehr. Ich kann machen, dass ihr nie wieder Hunger leiden müsst. Wäre das nicht schön? Wollen Sie uns adoptieren? Besser noch, ich erlöse euch von diesem elenden Leben und nehme euch mit in eine bessere Welt. Ja, aber bitte vergessen Sie meine Geschwister nicht. Keine Angst, mein Kind. Sie werden nicht vergessen werden. Nun komm in meine Arme. Nenne ich ja mal ein Corona-konformes Theaterstück. Cool. Cool. Was guckt ihr mich so an? Ja, vielen lieben Dank nochmal. Weißt du, wir waren einfach nur so begeistert. Du stehst mit dem Rücken zum Publikum. Ich stand mit erste Regel zu Theater. Und zu mir auch. Aber ja, ich weiß, es hat nicht funktioniert. Es hat Gründe. Machen wir weiter mit der nächsten Startnummer. Startnummer 5. Tasa als Evoli in Menschenversion aus Pokémon. Verrückt. Und ich glaube, da willst du noch was zu sagen. Das war der Inf, das war der, wo er mir gesagt hat, den Random Fact fand er am coolsten. Ja, ne? Bester. Und zwar, jeder kennt ja die erste Folge, wo Pikachu noch ein richtiges Arschloch ist. Sind wir mal ehrlich. Piloch ist. Genau, ein Piloch. Ein Popo. Und er hat ja da richtig schön das Fahrrad von Ash, glaube ich, kaputt gemacht und später noch von Misty und so. Und Pikachu hat in 20 Jahren insgesamt 3 Fahrräder kaputt gemacht. Nur? Was? Was? Und Ash ist immer noch 11. Nach 20 Jahren. Und wir, ja. lieben immer noch Pikachu. Ja, jetzt lieben wir Pikachu, so gemein es klingt, nachdem er abgenommen hat. Ey, das ist richtig fies, ne? Du siehst die ersten Bilder so. Und danach, er wird immer dünner und immer sympathischer. Vor allem, die werden alle nicht älter, das ist doch unfair. Ach, aber habt ihr mal gesehen, wie schwer so ein Taubsi im Spiel ist? Das ist so lustig und er trägt sie so auf der Schulter so. Ja. Ich denke, irgendwann ist er, Ösch! Oh. Wer bist du? Ösch Katschum! Ösch Katschum? Die liebe Tasa wird übrigens live singen. Oh! Oh! Cool. Ein Riesenapplaus jetzt also nochmal für Tasa! Und viel Spaß!
Boah, mir würde ja richtig die Düse gehen, vor so viel Publikum zu sehen. Respekt. Mit Fotos vorne, wie war das aber? Bitte was? Fotos vorher, also mach, vorne mach kurz Fotos posen. Achso, ich darf ja wieder nicht mit dem Rücken zu euch stehen. Kurz posen vorher. Vorne. Ja, sie darf doch Fotos ja. machen. Also ja, mach du doch Fotos von ihr. Posen. Na, wir bleiben erstmal aus dem Weg, dann quatschen genau, wir erstmal hier. Wir scheuchen dich nicht runter von der Bühne, wir bleiben genau. einfach hier. Wer ein vorne Foto machen möchte, macht das jetzt. Das ist total in Ordnung. Ja, stimmt ja. Haben wir ganz vergessen anzusagen. Ach, schön, Mensch. Dass du jetzt einmal hier rumgelaufen bist, nur da, um direkt in der Mitte dieses Lichtkreises zu stehen. Es dürfen halt nicht alle gleichzeitig auf der Bühne sein, deswegen können wir kein Gruppenbild machen. Ja. Okay. So. Wollen wir denn schon mal rüber und den wir nächsten ansagen? Wir können ja ansagen? Schon mal weitermachen, genau. Wer will denn, du wolltest den, glaube ich, nochmal mit ansagen, ne? Wollte ich? Wolltest du? Na, dann will ich so. Das, natürlich. Sie? Weil du wolltest, ich glaube, war das nicht der da, wo du die Spoilerwarnung gegeben hast? Nein, das ist die Dankeschön. Nächste. Was, echt? Jetzt sind wir bei Start Nummer 6. Gut, wenn den keiner sonst von den beiden ansagen will. Ich hab verlernt zu zählen, es tut mir leid. Ich war gerade schon so, oh, nächstes ist 7. Das ist nicht schlimm. Dann, naja, du hast dir gerade auf den Kopf gefasst, ja? Das war er smart. Hat einen zweiten Pfeil jetzt auf der Hand. Dann gehen wir lieber weiter und schauen mal wieder bei Genshin Impact vorbei. Und zwar mit unserem nächsten Cosplayer, Tori, mit dem Charakter Noel. Aus hast Genshin du noch Impact. Was? Ich hab definitiv noch Infos, aber wenn... Du hast immer was zu sagen, oder? Go for it! Dann do it! Genau. Bei Genshin Impact ist ja lustig, es gibt ja einen Charakter, der heißt ja Echo, also Echo. Und der sagt ja alles, der wiederholt ja alles immer wieder. Der sagt ja alles zweimal, Und dementsprechend, das Lustigste war, Alice wollte ihn irgendwann mal heilen, weil er früher gegottert hat. Alles doppelt! Alles zweimal. Und Alice wollte ihn heilen mit einem Trank und hat, um sein Stottern zu... beheben, um sein Stottern zu beheben. Und das mache ich jetzt nicht, Leute. Nein. Das wäre nicht gut für euch. Und dadurch ist es halt, also das Stottern ist weg, aber er sagt jetzt alles zweimal. Hintereinander weg. Deswegen heißt er jetzt, also er hieß schon vorher Echo, aber... Es ist ein bisschen wie in der Oper. Da wird auch alles 25 Mal gesungen, damit man es einmal versteht. Da kommt jetzt wieder die Frage, werden Pokémon nach ihren Namen benannt oder sagen Pokémon ihren eigenen Namen nur? So. Also, jetzt als nächstes nochmal Tori als Noel aus Genshin Impact. Viel Spaß! Applaus, Applaus, Applaus! Da. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Endlich darf ich euch treffen. Ich bin Noelle. Ich bin die Maid und Ausbildende beim Orden Favonius. Ich freue mich so sehr. Im Übrigen, kann ich euch vielleicht irgendwie helfen? Möchtet ihr eine Tasse Tee oder ähnliches? Oh, ich hab's. Wie wär's, wenn ich Ihnen ein bisschen die Stadt zeige? Denn für sowas bin ich jederzeit vorbereitet. Zu Ihrer Linken sehen Sie die wunderschöne Kathedrale von Mondstadt. Die leitende Priesterin dort ist nun wirklich besonders, denn sie ist ein Popstar. Wir haben natürlich noch einige viel interessantere Dinge, wie unser wunderschöner Ritterorden mit der Verleitung ihrer Schwester. Und wen ist denn noch dort? Ah ja, Kea. Ein Kavallerie-Captain ohne Pferde? Naja, vielleicht sehen wir uns doch ein bisschen anderswo um, oder? Wie wär's mit ein bisschen Trunk und Spaß in einer Taverne? Dort können Sie auch sehr interessante Persönlichkeiten treffen. Zum Beispiel unsere Gottheit. Ja, einen kleinen Jungen mit Alkoholproblemen. Wenn ich irgendwie noch behilflich sein könnte, können Sie mich jederzeit kontaktieren oder vielleicht auch einen kleinen Kampf bestreiten. Ich freue mich auf jeden Fall. Achso. Das auf jeden Fall. So, vor allen Dingen, da aufs Pfeil. Vor allen Dingen, die Melodie fängt an und du hast so, wenn du das Spiel gespielt hast, bist du sofort, du bist gerade da und da. Okay.
So Flashbacks. Ich muss das auch endlich spielen, das Spiel. Ich habe es schon runtergeladen, aber noch nicht geöffnet. Schande, Schande. Nein. Jetzt wollte ich gerade wirklich mal nicht Schande sagen. Ich kann dir nachher mein Handy geben, da ist es drauf. Ja, ich habe das auch auf meinem Handy, aber ich habe es halt noch nicht gespielt, verdammt. Okay, dann ist vielen okay. Dank, dass du da warst. Dann ist wirklich Schande. So süß. Wir kommen zur Startnummer 7 in die Welt von Demon Slayer. Und da wurde ich gebeten, ganz kurz darauf hinzuweisen, die Inhalte sind aus der zweiten Staffel des Animes, die noch nicht erschienen ist. Wer den Manga kennt, weiß, worum es geht. Wer den Anime noch nicht kennt und auch die Mangas nicht kennt, muss sich vielleicht Augen und Ohren zuhalten. Oh. Tja, Juri also, muss leider gucken. Im Manga sind die Inhalte schon drin. Im Anime, der kommt wohl erst im Laufe der nächsten Monate. Sie sagen, es ist ein winzig kleines Spoilerchen. Ich weiß es nicht. Wir werden uns überraschen lassen. Ist es so ein Spoiler wie bei Titanic, das Schiff geht unter, oder? Ja, oder wie bei Final Fantasy VII, Aerith stirbt. Dann erzähl doch noch mal ganz kurz deinen Fact über Demon Slayer. Der Fact ist, dass für die, die es halt geschaut haben, es gibt in der ganzen Serie gibt es eigentlich nur zwei Dämonen, ja, die nicht unter der Kontrolle von Muzan stehen. Und das ist einmal Tamayo und Nezuko. Also Nezuko halt die Hauptcharakterin, kann man ja so sehen. Und ja, es sind wirklich nur zwei. Die anderen stehen alle irgendwie unter der Kontrolle. Jetzt kommen Kai und Maiko als Daki und Gyutaro aus Demon Slayer. Ja. Viel Spaß! Es ist das Jahr 1917. Wir befinden uns in Yoshiwara, dem berüchtigsten Rotlichtviertel Japans. Man nennt es auch die Stadt der Blumen. Eine junge Frau ist auf dem Weg zu einem Kunden. Die Kurisane nennt sich Warabihime. Doch in der Finsternis treibt sich allerlei Gesindel in Yoshiwara herum. Geister, Monster und Demon Slayer. Und auch Warabihime hat ein dunkles Geheimnis, denn sie ist kein Mensch. Trotzdem fürchtet sie die Klingen der Demon Slayer nicht. Denn diese Dämonen kämpft nicht alleine. Daki! Oni-chan! Warum kommst du aus deinem Kokon gekrochen? Es sind Demon Slayer in der Nähe. Hast du es nicht gespürt? Klar habe ich es gespürt. Ich glaube, da hinten ist schon einer. Was sollen wir nur tun? Reiß dich zusammen. Was soll Muzan-sama von uns denken? Muzan-sama hat gesagt, ich bin schön und stark. Ja, das liegt daran, dass wir jetzt zu den Dämonenmonden gehören. Und deshalb können wir die Demon Slayer auch besiegen. Ich vielleicht. Und was ist mit dir, du schwaches Würmchen? Schwaches Würmchen? Also Muzan-sama hat gesagt... Ja, ich weiß. Und wie hast du dir das mit dem Besiegen vorgestellt? Einer von denen sieht aus wie ein Ninja. Also kämpfen wir auch wie ein Ninja. If you believe it. Naruto! Naruto! Believe it! Believe it! Here I am on my Ninja Clan. Ninja Clan, here we stand. Naruto, I'm on my way. Naruto, I'll be okay. Nein, das ist selbst für deine Verhältnisse eine saudumme Idee. Gibt es keinen Plan B? Wie wäre es ein bisschen subtiler, sowas wie Gift? Natürlich gibt es einen Plan B. Ich habe sogar schon was vorbereitet. Gar nicht mal so schlecht. Gift ist immerhin meine Spezialität. Wie giftiges Ungeziefer. Honitan. Eklig. Stell dich nicht an wie eine Prinzessin. Ist doch egal wie. Hauptsache wir gewinnen. Hey, nobody bring it up. Down, 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 down.
Hidaki und Gyutaro es schaffen, Yoshiwara vor der Bedrohung durch die Demon Slayer zu bewahren, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wow. So schafft man es also, mit den Bändern zu tanzen, ohne dass sie sich verheddern. Ja, und der Kommentar dazu war gar nicht so schlecht. Und ich denke so, nein, das war mega geil. Also irre. Ich muss sagen, mich hat das Naruto auf einmal voll off guard erwischt gerade. Was? Ich verstehe dich nicht. Deutlich auf zu nuscheln. Ja, mich hat das off guard erwischt. Ich habe gesagt, mich hat das Naruto off guard komplett erwischt. Ich habe so mit allem gerechnet und dann auf einmal kommt, ey, es tut mir leid. Es war Hammer. Wir haben einen Applaus bekommen für unsere beiden großartigen Cosplayer. Dankeschön. Wollt ihr noch ein, zwei, drei Bilder machen? Ach so. Da. Dann können wir ja schon mal über den nächsten Kandidaten reden. Oder die Kandidatin. Genau. Kandidatinnen. Fantastisch. Ich finde es wichtig. Es ist unglaublich wichtig, aber es ist auch echt schwer. Es ist wirklich schwer, das muss man dazu sagen. Dann begrüßen wir gleich unsere Kandidatinnen hier auf der Bühne. Kandidatinnen? Ja, es wird total süß, es ist super niedlich. Wir gehen in die Welt von Adventure Time. Oh. So süß. Ja, naja, Adventure Time ist eigentlich gar nicht so süß, aber die Figuren sind eigentlich die süß. Die Figuren sind schon, also die sind süß, auf jeden Fall. Adventure Time ist richtig niedlich, es tut mir leid. Hast du mal Lady Regenbogen gesehen? Ja. Jacks koreanische Freundin. Warte mal, ich muss mal hier kurz weggehen. Und wusstest du eigentlich, sie hat ja alle Farben des Regenbogens, richtig? Weißt du, welche nicht? Orange. Aha. Das hast du ja gelesen, ne? Gespoilt. Oh. Wir begrüßen auf der Bühne Leiko und Lukas als Finn und Fiona. Ein Applaus. Zieht uns zu fremden Ländern hin. Kommt mit, wenn Katzen und Mensch verreisen. Was mit Jack und Finn bei Adventure Time? Fiona? Dich gibt es wirklich? Ja, hier bin ich. Ohne Cake. Mann, hab ich einen Hunger. Ich könnte einen Cupcake vertragen. Nein, du verstehst mich falsch. Ich mein Cake, meine Katze. Wie auch immer. Hörst du das? Ja, das muss das Grummeln meines Magens sein. Ich bezweifle, dass dein Magenmonster ähnliche Geräusche machen kann. Was könnte es dann sein? Mann, Finn, wenn ich das wüsste. Wir sollten der Sache auf der Spur gehen. Okay, lass uns schauen. Alter, nein, Mann, das ist viel zu gruselig. Und du willst ein echter Abenteurer sein? Bist du verrückt? Ich hätte sterben können. Früher oder später beißt du eh ins Gras. Oh, wenn Miss Ich Blick den Tod ins Auge gar keine Angst hat, kann sie ja alleine nachschauen gehen. Weißt du was? Das mache ich jetzt auch. Und? Hast du es besiegt? Nein. Ich habe eine Idee. Vielleicht sollten wir gemeinsam gegen das Monster kämpfen, so als Abenteurer und Abenteurerin. Ich mit dir? Niemals. Ich hätte schon fast das Monster besiegt und du warst nicht mal ansatzweise dran. Wobei, wenn ich nicht gegen das Monster kämpfe, könnte ich Marshallie nie wieder unter die Augen treten. Wer ist dieser Marshallie? Dein Freund? Dein Vater? Du kennst Marshallie nicht? Er ist mit Abstand der heißeste Vampirjunge in ganz Er kann so gut Gitarre spielen und seine Witze, die sind einfach die besten. Und seine perfekte graue Haut erst. Stopp, das alles bringt uns doch gar nicht weiter. Du hast recht, aber wenn ich einmal von Marshallie anfange, kann ich gar nicht mehr so leicht aufhören. Aber arbeiten wir lieber an unserem Plan. Wir sollten das Monster einfach zusammen angreifen, dann kann es uns gar nichts. Okay, dann mal los. Rüsseltier? Daher kamen also die ganzen Geräusche. Wer hätte denn denken können, dass es das Rüsseltier ist? Du hast recht und guck mal, das war ein Cupcake. Zur Feier des Tages essen wir diesen Cupcake mit dem Rüsseltier.
Ihr habt eure Rollen sehr authentisch gespielt. Ja. Einmal in die Mitte für Foto. Für Fotos. Foto. Foto, Foto. Guck mal, die brauchten nicht mal jemanden, der den Busch spielt. Oh, fühlst du dich um deine Rolle betrogen? Entschuldigung. Hättest du es machen wollen? So. Vielleicht. Ich meine, einen authentischen Busch zu spielen, hätte bestimmt ein darstellendes Spiel in der Schule gleich eine Eins gebracht. Oh je, darstellendes Spiel. Dafür brauchen wir schon einen Avatar. Aha, haha, ja, ja, ja. Sorry. Haha. Wir machen erstmal weiter mit der Startnummer 9. Wir gehen zu Genshin Impact. Schon wieder? Schon wieder, genau. Scheint wohl ein geiles Spiel zu sein. Ist es, hast du noch nicht gespielt? Muss mal spielen, habe ich gehört. Ja, muss wohl mal spielen. Wir erleben James als Scaramouche. Wird es so ausgesprochen, ich weiß es gar nicht. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Fandango, Thunderbolt and Lightning, very, very frightening. Me, Galileo, 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 Figaro. Okay. James als Scaramouche aus Genshin Impact. Genau. Ich finde übrigens den nächsten Fact relativ lustig für die Leute, die mich kennen. Der Hund aus dem Wang Shu-In, der heißt Richie. Ja, natürlich. Das ist, das muss, also für oder? Alle, die... Das muss, okay, jetzt muss man dazu sagen... Mit IE. Mit IE, ja, okay, mit IE. Und das ist der Richie das ohne IE. Genau. Weil ich mich mit nämlich immer wenn ich mich nämlich immer aufrege, wenn die Leute immer mich anschreien, ey, Richie. Damit und ich kann dann immer man so, da ist ein E zu viel. Oh ja, damit kannst du mich richtig zum Ausrasten bringen. Also aber, macht ein Schild das nächste Mal. Nein, nein, nein. Richie, wir lieben dich. Mein Schwiegervater hat es richtig den Vogel abgeschossen. Na? R-I-T-S-C-H-Y. Was? Richie. Also R-I-T-S-C-H-Y. Glaub mir mal. Er hat es geschrieben, ich war so... Richie. Nope. Richie. Wir begrüßen James. Ein Applaus für unsere nächste Startnummer. Was für ein geiles Kostüm! Ich glaube, ich muss Genshin Impact mal spielen. Bitte einmal in die Mitte für ein Foto von deinem wunderschönen Cosplay. Ich finde dieses ganze Gold daran so total Hammer, ne? Und vor allem die Stoffauswahl. Jetzt muss man dazu sagen, stell mal vor, das wäre echtes Gold. Das wird einem so das Genick brechen. Diese Was bitte? Frage. Du musst deutlicher sprechen. Ich rede. Hört ihr mich? Nein. Ja! Ey, oder? Also, meine besser. Lieben, besser? Besser? Okay, ich werde es jetzt noch einmal gerne für Sie wiederholen. Dankeschön! Wenn jemand so viel Gold auf dem Hut in echt hätte, würde es einem so sehr das Genick brechen, weil Gold ein sehr schweres Metall ist. Was? Ich verstehe dich nicht. Wir haben Genshin Impact eben als Spiel schon das zweite Mal gehabt. Und anscheinend gibt es noch ein weiteres MMORPG, was sehr beliebt ist. Nee, Final Fantasy 14. Was? Ach so, doch, natürlich. Ja. I'm sorry. Stoller, nö.
Nö. Und dann kommt als nächstes Ischola. Ischola haben wir hier nicht. Ich habe gesagt, ein Spiel, nicht der Charakter. Da sind wir aber wieder bei Final Fantasy 14 und bei den Songs. Ne? Weil nämlich eine der Zeilen in dem Song Oblivion heißt nämlich Let It Go. Die wird ganz, ganz oft wiederholt. Let it go. Und das ist aber, wenn du gegen Shiva spielst, die eine Eisgöttin ist. Also das ist total geil. Das heißt, wenn du gegen Shiva spielst, kommt die ganze Zeit Let it go. Oh, okay, nice, danke. Can't hold it back anymore. Wir begrüßen auf der Bühne Ischola aus Final Fantasy 14. Einen ordentlichen Applaus für Chiara. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen aus einer weit entfernten Welt namens Eorzea. Aber wartet mal. Hier fehlt doch jemand. Ischola? Du brauchst mich nicht zu suchen. Ich bin hier nur die Erzählerstimme. Hallo, ich habe doch gerade gesagt, ich bin hier der Erzähler. Du hast keinen Text. Jetzt hör auf zu meckern und lass uns weitermachen. Jetzt wollen wir dich den Gästen aus dieser Welt erstmal vorstellen. Die Dame ist eine Abenteurerin vom Stamm der Mikoten. Ihr könnt sie an ihren kleinen Ohren und an dem Schweif erkennen. Sie ist eine Schwarzmagierin und beherrscht mächtige Feuer- und Eismagie. Wow. Nicht in geschlossenen Räumen. Du weißt, was dann passiert. Ischola ist hergekommen, da eine Legende von einem Helden aus einer fremden Welt erzählt. Diesen zu finden. Wartet. Was macht sie denn jetzt schon wieder? Hey, hier spielt die Musik. Ach, wisst ihr was? Vergesst es einfach. Vielen Dank, Ischola. Das war die Startnummer 10. Genau. Und welche Nummer kommt nach der 10? Natürlich die 12, weil nicht mal bei D&D wird es denn 11 sein. Ha! Okay, komm, nee, die Sache war die 12. Dafür müsstest du einen auf die 12 bekommen. Flachwitz. Nein, der Konter war jetzt gerade echt gut. Wenigstens etwas. Boah. Es lachen welche. Du, ganz ehrlich, für die Einzelnen, die lachen, für die mache ich die Witze. Der Rest ist mir... Also ganz ehrlich, wenn ich hier oben stehe und eine einzige Person zum Lachen bringe, habe ich meinen Job richtig gemacht. Punkt. Das ist... Ja, das ist, wie war... Du hast den kaputt gemacht. Ja, aber... Hört nicht mal auf aber zu es lachen. Funktioniert. Aber es funktioniert, das ist gut. Na, dann machen wir mal weiter mit deiner tollen. Nee. Ich wollte nur den Satz vorlesen. Oh, das heißt, deine Witze, die schreibst du vorher. Nein, den habe ich aufgeschrieben, dass falls einer von euch den nämlich diese Karte kriegt und sagt, die will ich machen, dass er diesen Spruch sieht. Dafür habe ich den aufgeschrieben, weil ich den so klasse fand, als ich die Moderationskarte geschrieben habe. Wetten, du hast einen Schriftsteller, der dir deine Witze schreibt. Oh, Ghostwriter oder was? Ja. Siehst du? Nächste Startnummer 12, wie du schon sagst. Nein. Als nächstes kommt die Tsuya. Was denn? Die Startnummer 12. Tsuya als Miroku aus Boku no Hero Academia. Und was ich relativ cool finde bei der Serie ist, dass der Held Zero, er findet einen Helden aus den USA. Total toll, ist ein großer Fan von einer, der Netze verschießt und daran rumschwingt,
Es werden aber nie Namen genannt. Also es bleibt ein Geheimnis, welcher Held das ist. Also, just saying. So, also nochmal. Tsutsuya als Miroko aus Boku no Hero Academia. Viel Spaß! Number 5! This mother's fury is infectious! Grab a hero, here go! I heard you formed a team. Talk about weak. This is a Bunno, also called a Bun, and occasionally called a Wabbit. But what's most important is to understand Bunno anatomy. We start with the floppity loppities. Some Bunnos have very droppy floppity loppities. Others have not so floppity loppities. Then there's the blinkers and the boople snoot, which is also called the wiggle sniffer. Moving down, we find the lickety tickler and the nibble noms. Bunnos use these to eat the greens and the oranges. Next, there's the front fluff. When Bunno's tired, it makes an ideal headrest. Then there's the little front stubs, followed by the thumper jumpers. And finally, we make it to the general fluffer buttle region, accented by the floof poof. I like this guy, he's fun. Bunnos are known for awesome acts of adorableness, like standing up, fluffing the face, and going for walks. Kind of. Bunnos are also known to wear sweaters or crowns. All hail his royal hotness. If anyone out there is scheming right now, you best be prepared for me to send you flying. Dankeschön. Die Musik hätten wir vorhin gebraucht, als wir gesagt haben, wir müssen mal eine Werbeunterbrechung machen, weil das war gerade, das hat mich gerade total... So, habt ihr alle noch Spaß? Okay, habt ihr denn alle noch Spaß? Gut. Wenn schön ist, soll man weitermachen. Genau, wenn schön ist, soll man leider Gottes aufhören. Das war nämlich die letzte Startnummer. Oh no. Ich guck. Nee, mal im Ernst, das war jetzt gerade wirklich die letzte Startnummer. Ach nö. Ich wollte das gerade eben noch kurz vorher ansagen. So Leute, jetzt kommt übrigens die letzte Startnummer, macht nochmal richtig Party. Und dann auf einmal stehen wir schon daneben und oh. Die erste Seite von meinen Karten. Hat's euch denn gefallen? Wollen wir nochmal eine Zugabe? Nein, Spaß. Einen haben wir noch? Ja, einen haben wir noch. Einen haben wir noch und die Startnummer 13. Wann habt ihr mir die Info gegeben? Ich dachte eben, du meinst, dass. Hast du meine Karte mir die nicht gegeben? Was ist mit dir los? Startnummer. Wie, jetzt ist meine Schuld? Die letzte Startnummer. 13. Ich meinte damit natürlich, für mich war das jetzt leider die letzte Startnummer. Ich muss jetzt leider runterfahren. Wir haben noch eine Zugabe, meint er. Eine Zugabe, genau. Wollt ihr noch mal eine Zugabe sehen? Noch eine Startnummer extra? Ja, dann machen wir das doch so. Für euch hauen wir jetzt noch eine Startnummer extra raus. Und zwar gehen wir wieder zurück nach League of Legends. Ein weiteres sehr beliebtes Spiel, was ich mal spielen sollte. Ja, spiel das mal. Ja, ich habe viel zu tun. Und zwar zu Sinn Cosplay mit dem, ich glaube, relativ neuen Charakter noch, Vigo. Gibt's dazu eine Info, die ich aufgeschrieben habe? Ich habe die Karte nicht. Oh. Tatsächlich gibt's dazu sogar eine Info. Und zwar, dass viele Skins Anspielungen sind berühmte Webbrowser. Das war das. Das war die Info, die du eigentlich... Da fand ich die Bilder total cool. Also, cool. Es gibt sehr, sehr viele Skins, Anspielungen auf Webbrowser. Zum Beispiel Safari Caitlyn, Explorer Ezreal, Foxfire Ahri und Chrome Ramos. Viel Spaß mit der letzten Startnummer 13. Thin Cosplay als Diego. Diesmal wirklich die letzte. It hurts, my heart. It hurts so much. She waits for me beyond the mist. My queen, my love, my black and broken heart. The curve of her lips, the softness of her smile. Her eyes were portraits of a world without my cruelty. I remember her sinking beneath the waters, and then... She was the star that lit my path. Without her, darkness.
Isolde was my life. Viego died when she did, and the ruined king was born. I cast myself upon this broken throne, awaiting her return. A crown lost long ago, reborn in unlife, ripped away from his only life. Where is she? Tell me where she is. I must have her back. Viego, your black and broken heart has destroyed everything. All this death, all this ruination, our tragedy should have died with me. Now, let me rest. Gewesen, wenn wir ihn wegen dir nicht mehr zeigen hätte können. Heißt das nicht deinetwegen? Ja, danke schon. Großartig, danke schön. Ein Applaus für unsere Viggo und auch unsere anderen Teilnehmer. Das war der Cosplay-Wettbewerb. Um 16.45 Uhr ist die Siegerehrung im Rahmen unserer Abschlussveranstaltung.